Ja, Cedric, ich freue mich, dass du nach dem ersten Bundesligaspieltag, nach deinem ersten Bundesligaspiel jetzt hier bei uns bei Arminia Club TV zu Gast bist. Du hast von mir 10 Karteikarten bekommen, wo die Zahlen 1 bis 10 draufstehen. Und ich bitte dich dann, die entsprechende Zahl meinen Fragen entsprechend hochzuhalten. Wir fangen natürlich mit dem letzten Samstag an. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis in Frankfurt? Da würde ich jetzt eine 6 geben. 6, weil ich denke, wir können alle mit diesem Punkt sehr gut leben. Über die 90 Minuten geht das Unentschieden auch in Ordnung. Klar, eine 10 ist es nicht. 10 hätte ich geschrieben, wenn wir gewonnen hätten. Aber ich denke, 6 kommt dem Ganzen schon ganz nahe. Dann gehe ich mal von der Mannschaftsleistung auf deine ganz persönliche Leistung. Wie zufrieden bist du denn mit deiner eigenen Leistung in Frankfurt? Ja, ich glaube, ich behalte einfach die 6. So, war nicht ganz einfach, nach so kurzer Zeit reinzukommen. Wurde ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, nach 12 Minuten oder 15 waren es, glaube ich. Ich würde sagen, habe die Sache vernünftig gemacht. Ist schwierig, immer alles zu verteidigen gegen Spieler wie Kostic, aber ich denke, ich kann gut mit dieser Leistung leben für das erste Bundesligaspiel. Ja, du hast es gerade selber gesagt, es war dein erstes Bundesligaspiel. Wie sehr oder wie gut wart ihr denn physisch auf diese neue Herausforderung Bundesliga eingestellt? War es am Ende so, wie du es erwartet hast, oder wurdest du doch noch ein bisschen überrascht? Da würde ich die eine 5 zeigen. Ja, also war schon doch noch, wir haben uns auf einiges eingestellt, aber dass es dann effektiv nochmal so schnell und so hart und so physisch wird, das ja, war für den einen oder anderen dann doch überraschend. Aber man hat sich relativ schnell dann daran gewöhnt, blieb uns ja auch nichts anderes übrig. Sehr gut. Du hast im ersten Saisonspiel auch schon deine erste gelbe Karte gesehen, nachdem du Hinteregger einmal gut umgelegt hast. Wie viele kommen im Laufe der Saison noch dazu? Kommt natürlich darauf an, wie viel ich spiele, aber ich denke, so Richtung zweistelliger Bereich könnte das schon gehen, wenn man sich die Spieler in der Bundesliga anschaut. Dann kann man oftmals halt nicht anders stoppen als mit einem taktischen Foul. Sehr gut, dann wollen wir das Spiel mal ein bisschen abhaken und ein bisschen vorausschauen. Du hast vor kurzem deinen Vertrag in Bielefeld um 2 Jahre verlängert. Hand aufs Herz, wie sehr musste man dich überreden? Von 0 gar nicht bis 10 volle Pulle? Ja, ich muss mal schauen, ob es eine Null hier gibt. Null habe ich nicht gefunden, darum muss ich wahrscheinlich die 1 hier zeigen. Also Ist die niedrigste Zahl? die niedrigste Zahl. Also ich hoffe, dass ich das jetzt richtig verstanden habe. Da musste man nicht, mich nicht groß überreden. Das war eigentlich klar, besonders dann, als wir das Ding mit dem Aufstieg klar gemacht haben, dass es dass für mich nichts anderes in Frage kommt, als mit Arminia in die Bundesliga zu gehen. Dann nochmal Hand aufs Herz, ich bohre so ein ganz bisschen. Wie groß war die Enttäuschung, dass du dann am Samstag deinen Namen nicht auf der Startelfliste gefunden hast? Ja, also 10 ist eine Riesenenttäuschung. Würde ich jetzt so interpretieren. Ja, gut, für mich war es eine Riesenenttäuschung. Wir haben uns jetzt viele Wochen darauf vorbereitet, haben uns darauf gefreut. War eine große Enttäuschung und ich denke, es wäre auch falsch, wenn man hier jetzt eine 1 hochhalten würde. Alles andere wäre verkehrt, wenn man nach so einer Entscheidung nicht enttäuscht ist. Gespielt hast du dann ja trotzdem und deshalb wollen wir jetzt auch aufs nächste Spiel gucken. Der erste FC Köln kommt in die Schüko Arena. Wie sehr freust du dich auf dieses Heimspiel? Da gebe ich eine 8, eine 10 könnte ich nur geben, wenn die Schüko Arena ausverkauft wäre, weil da fehlt schon ein bisschen was, die ganze Stimmung. Aber immerhin lassen die ja ein paar Tausend rein, Stand jetzt. Und darum gibt das eine solide 8. Also klar, Riesenvorfreude, aber für die 10 hat es nicht gereicht, weil das Ding nicht voll ist. Jetzt hast du mir das nächste Thema schon so ein ganz bisschen vorweggenommen. Ich hätte nämlich jetzt gefragt, wie findest du es denn, dass wir jetzt endlich mal wieder nach einem halben Jahr vor Zuschauern spielen dürfen? Ja, da
Dieser Fakt, da gebe ich eine 10, ganz klar, weil ja, jeder Zuschauer ist besser, den wir hier in der Schüko Arena begrüßen dürfen, ist besser als keiner. Und darum ist dieser Fakt an sich schon eine 10 wert. Aber klar, man kann es halt nicht vergleichen mit einem ausverkauften Haus. Jetzt kommt der erste FC Köln zu uns in die Schüko Arena. Ihr werdet euch mit dem Gegner schon ein bisschen beschäftigt haben. Wie stark sind die denn im Vergleich zu Eintracht Frankfurt? Wenn wir jetzt einfach mal sagen, Eintracht Frankfurt ist eine solide 6, wo ordnest du dann den ersten FC Köln ein? Dann würde ich da auch zwischen einer 5 und einer 6, ja, ich halte jetzt einfach mal die 6 hoch. Also ich glaube, da gibt es sowieso keine schwachen Gegner in der Bundesliga. Abgesehen von Bayern und vielleicht Dortmund sind die alle, also die sind besonders schwer zu schlagen, aber die anderen ja, kriegst auch nichts geschenkt. Und von daher würde ich die, ja, die beiden Vereine ungefähr gleich stark einordnen. Dann zum Abschluss, gib uns noch ein gutes Gefühl mit. Wie viele Punkte gibt es am Samstag? Magst du dich dazu äußern? Ja, also das ist meine Wunschvorstellung. Eine glatte 3. Also das wäre ein Traum, so in die Bundesliga-Saison zu starten zu Hause. Und ja, also wenn das dann so eintrifft, dann müssen wir schon fast wieder anstoßen. Alles klar, dann hoffe ich, dass wir Samstagabend einen Grund zum Anstoßen haben. Danke dir, Sadie, und wünsche viel Erfolg gegen den 1. FC Köln. Danke.